Der Prophet hat Hilfe genommen von Al-Mutim ibn Adi, nachdem Abu Talib gestorben ist. Und von Abu Talib bevor. Ja, das ist etwas anderes. Aber gegen den Islam zu helfen, und warum ist das so? Sheikh Rajihi sagt dazu, هذا يستلزم أنه يبغض الله ورسوله والدين. Das beinhaltet, dass er Allah und den Gesandten und die Religion hasst. Und hier muss man natürlich darauf zurückgehen, weil das ist wieder eine, das ist einer der von den Dingen, von den Islam vernichtenden Faktoren, die am, mit zu den schwersten gehören, um sie auf die Realität anzuwenden. Weil es kann sein, dass jemand zum Beispiel einen Muschrik gegen einen Muslim hilft, weil er den Muslim nicht als Muslim sieht. Weil er eine Schubbe hat bei ihm zum Beispiel, weil er denkt, er ist kein Muslim zum Beispiel. Oder er macht das nicht, weil er den Islam hasst, sondern er glaubt, dass diese Leute dem Islam mehr schaden als den Käfern. Er will dem Islam damit eigentlich helfen. Ja. Aber ich kann nur eins sagen, diese Sachen sind unheimlich gefährlich. Ich sage das nur am Ende dieser Punkte, damit man vorsichtig ist. Damit man vorsichtig ist bei Itlaq und Takfir, das Ta'in und Takfir, dass man Takfir auf eine bestimmte Person ausspricht, ja? Weil man muss sich das gesamte Bild angucken. Das ist einer der schwierigsten Punkte, um jemanden zum Käfer zu erklären. Übrigens, ich habe einen Naqid von Nawaqid eben vergessen, subhanallah. Dann, wenn ich das vergesse, das fällt mir jetzt ein, wo ich gesagt habe, das ist einer der schwierigsten, das anzuwenden. Nämlich, ich habe den vierten vergessen und bin direkt zum fünften gesprungen. Deswegen erinnere mich gleich dran. So, diese Sache erstmal ist nie, du musst nur wissen, dass es ganz gefährlich ist und dass das eine der Eigenschaften der Kuffar ist. Und im selben Vers, und das ist Sure 5, Vers 51, ja, da wird etwas erwähnt, wird das sowas von gefährlich heute mit diesen ganzen Moscheevorständen. Ist es nicht so, dass immer den Muslimen den Rücken gefallen wird? Ja? Wenn du die dann fragst, ich frage euch jetzt, ich möchte von euch jetzt eine Antwort haben, auch wenn ihr euch die ganze Zeit so schämt. Ja? Zum Beispiel, sobald es irgendwo was zum Distanzieren gibt, anstatt dem Bruder zu helfen, anstatt zum Islam zu stehen, ja, nein, wir distanzieren uns, wir helfen euch, wir laden den nicht mehr ein. Ich erkläre jetzt nicht zu Kuffar, nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich rede nur von der Gefahr. Weil hier hilft man zwar nicht im Kampf mit der Waffe, aber hier hilft man im Kampf mit der Meinung. Die wollen nicht, dass man Vorträge macht, weil die wissen, dass wir die Leute zum Islam rufen und die Jugend zurückrufen. Und du hilfst denen dann, indem du sagst, okay, wir laden den nicht mehr ein, okay, wir machen. Ich erkläre dir nicht zu Kuffar. So. Jetzt, warum machen die das? Ich will von euch wissen, was sagen sie, was ist ihre Begründung dann? Ja, die sagen dann, ja klar, die reden sich jetzt mittlerweile an, ja, weil der Pierre Vogel, der sagt ja das und das und seine Art und so weiter. Meine Art? Seltsamerweise, wenn du die Nicht-Muslime hörst in Deutschland, dann steht dann immer nachher im Zeitungsbericht, Islamprediger gab sich besonders friedlich. Ja, und witzig und dieses und jenes. Islamprediger lampfrom nach meinem Vortrag, weil die fangen vor an zu hetzen und jetzt haben das die Nicht-Muslime gesehen, jetzt müssen die denen ja irgendwas erzählen und erzählen denen dann, ja, der gibt sich nur so friedlich. Komisch, warum kommt heute ein Nicht-Muslim zu mir an der Theke, hier, an der Tankstelle, Tankstelle und sagt, boah, ich bin ein Fan von dir, schau mir mal deine Vorträge an. Warum rufen andere und Leute an, nehmen den Islam an, wenn wir doch so eine schlechte Art haben und ihr so eine gute Art habt, die müssen doch bei euch den Islam annehmen. So, warum nehmen die nicht bei euch den Islam an, warum bei uns? Und warum kommen heute in Bern, kommt ein Nicht-Muslim, der will ein Foto mit mir schießen? Ja, dann der an der Dings sagt, ich bin Fan von dir, jetzt als Beispiel, aber wir sind ja die Monster. So. Aber die Zeitungen schreiben, nee, er gibt sich lamm fromm, aber ihr seht das anders. Das heißt, ihr wollt das so sehen, weil ihr sucht euch selber eine Ausrede. Oder ihr seid Opfer. Was natürlich auch sehr wahrscheinlich ist, dass ihr Opfer seid, weil ihr einfach nicht kapieren könnt, dass jemand auch mal Kontra gibt. Aber in Deutschland ist es ganz normal, dass man Kontra gibt und seine Meinung auf den Tisch legt. Aber jetzt die Frage, was sagen Sie, warum Sie einen in den Rücken fallen, warum Sie einen nicht einladen? Sie laden einen ja nicht nur ein, nicht nur nicht ein, sondern Sie fangen ja dann noch hinter dem Rücken an zu labern. Und ja, lieber Herr Polizeimeister vom Verfassungsschutz, wir sind ja mit Ihnen und der ist ja sowieso viel zu radikal für uns. Warum fangen die an, bei denen so zu reden? Warum sagen die nicht zu dem von der Polizei und zu dem von der Presse,
Ja, ich finde das falsch, diesen Darsteller. Der ist gar nicht so. Der ist gar kein Terrorist und so weiter. Warum machen Sie mit? Was ist Ihre Begründung? Ich will von euch die Begründung. Ja, bitte. Ja, sicher, weil Sie, keine Ahnung, weil Sie vielleicht den Furcht vor Allah nicht richtig kennen und bei denen einschleimen wollen. Oder das, dass Sie den Moschee zumachen. Das ist die Ursache. Die Furcht vor Allah ist die Ursache. Aber was ist Ihr Ziel? Warum erzählen Sie das? Warum wollen Sie sich bei dem einschleimen? Du hast einschleimen gesagt. Warum wollen Sie sich bei dem Vorstand einschleimen? Er war noch dran, okay? Damit Sie nicht Angst bekommen, dass die Moschee geschlossen wird oder etwas. Sie haben Angst, dass Sie sonst später Probleme kriegen. Wolltet ihr auch sagen? Okay, pass auf. Jetzt. Nochmal. Also, wir haben festgestellt, die fallen einem in den Rücken, sagen, ja, nein, mit Gewalt haben wir nichts zu tun. Obwohl sie genau wissen, dass wir auch mit Gewalt nichts zu tun haben. Ja, sie fangen also an, sich bei denen einzuschleimen, bei den Behörden, bei der Presse und so weiter. Warum? Weil du hast es selber gesagt, weil sie selber Ruhe haben wollen. Die wollen in Ruhe gelassen. Die wollen keine Probleme bekommen. So, jetzt lese ich dir mal einen Vers vor. Dieser Vers ist offenbart worden für Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Das ist der Führer der Munafikun. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. So. Nochmal. Ja. Du wirst diejenigen, die im Herzen eine Krankheit haben, sehen, wie sie sich um sie bemühen, beeilen. Arbeiten für die, etwas tun. Kann ich sonst etwas für sie tun? Ich rufe sie an, ja, liebe Presse, ja, mit denen haben wir nichts zu tun. Ja, dieses und jenes, und können wir ihnen noch was helfen? Ja, nein, wir sind ja ganz gegen die. Und wir machen auch bei uns in der Moschee, machen wir für euch eine Informationsveranstaltung. Und wir machen auch bei eurem Projekt mit Wegweiser. Und wir machen da auch mit, damit wir die Jugend und so weiter und so fort. Und was sagen sie? Ja, Kulun. Nachsche antusibene der Ära. Wir fürchten, dass uns sonst eine Schicksalswendung trifft. Was ist Schicksalswendung? Dass wir sonst nachher Probleme kriegen mit denen. Das heißt, genau die Antwort, die heutzutage die geben, die uns in den Rücken fallen bei der Dauer, ist die Antwort von Abdullah ibn Ubay ibn Salul, mit dem Allah die Munafikun im Koran beschreibt. Der Führer der Munafikun. Deswegen viel Spaß. Und ich wollte sagen, für alle Moscheevorstände und alle Leute, die behaupten, dass ich von IS bin oder irgendwas mit Terror zu tun hätte, ja, oder zu solchen Sachen einlade, wir sehen uns am jüngsten Tag. Ja, jedes Unrecht, jede Lüge, die über jemanden erzählt wird, am jüngsten Tag wird abgerechnet. Und ich werde keinem verzeihen, wenn er nicht in diesem Leben Tauber macht davon, und sagt, ich habe gelogen. Herzlichen Glückwunsch. Das sind Taten, die mit Ikhlas sind. Alhamdulillah. Bruder, vielleicht sieht sich Blühbürger Lami Ikhlas geben. Aber diese Sachen, die Schrott, der über mich erzählt hat, habe ich mir nicht gewünscht. Alhamdulillah. Vielleicht sind das die einzigen Taten, die übrig bleiben. Deswegen, wer nicht Tauba macht und sich in diesem Leben entschuldigt und Bayern macht, ich werde ihm nicht verzeihen. Das nur mal so nebenbei. So, jetzt kommen wir. Und übrigens noch mal dazu, ich will nicht sagen, dass die Munafikun sind. Ich will die nicht aus dem Islam ausschließen. Aber ich will sagen, und das sage ich ganz klar und deutlich, die haben Eigenschaften der Munafikun. Das hat jeder gerade klar und deutlich gesehen. So. An die Munafikun, wir haben gerade 3700 Betrachter und somit Rekord wieder geknackt. Ja, wahrscheinlich Champions League-Spiel gegen Bayern München, gegen Benfica Lissabon vorbei. Entscheiden die alle ein. So, jetzt kommen wir zum Punkt, den ich vergessen habe. Das ist der vierte Punkt, den habe ich eben übersprungen. Man etaqada anna ghayra hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam akbaru min hadiya aw anna hukma ghayri ahsanu min hukmi kalladhina yufaddiluna hukma tawaghiti ala hukmi fahuwa kafir. Ja? Wer glaubt, dass eine andere Rechtstellung und die Rechtstellung Mohammeds vollständiger ist und dass das Urteil von einem anderen außer ihm besser ist, wie diejenigen, die den Hukm der Tawarit, ja, gegenüber, also der falschen Götter, dem Hukm von Allah, dem Urteil von Allah gegenüber bevorzugen, der ist Kafir. Hier gibt es verschiedene Kategorien, das ist ein großes, langes Thema. Im Allgemeinen, jeder, der glaubt, dass die Scharia
heute nicht mehr passend ist für die Menschen, beschreibt damit Allah als unwissend, dass Allah nicht gewusst hat, dass seine letzte Botschaft perfekt sein muss, ist ein Kafir. Jeder, der sagt, dass ein Gesetz gibt, was besser ist als das Gesetz Allahs, ist ein Kafir. Jeder, der sagt, dass ein Gesetz gibt, das gleich gut ist, ist ein Kafir. Jeder, der sagt, dass es erlaubt ist, das Gesetz Allahs außer Kraft zu setzen, ist ein Kafir. Eindeutig, ohne jeden Zweifel. Allah sagt im Koran, in Sura 4, Vers 60, Sura 4, Vers 64, Sura 5, Vers 44, Sura 7, Vers 54, Sura 9, Vers 31, Sura 12, Vers 40, Sura 42, Vers 21. Das sind alles Verse, die ihr zu Hause nachschlagen könnt, wo dieses Thema breit angesprochen wird. Sura 5, Vers 44 habe ich, glaube ich, vergessen. Auf jeden Fall. Da steht zum Beispiel, wenn ich mit dem Urteil, was Allah abgesandt hat, sind die Ungläubigen. In Sura 7, Vers 54 steht, Alala ul Khalq ul Amr, gebührt ihm nicht die Schöpfung und der Befehl. Das heißt, Allah hat die Befehlsgewalt, Allah hat die Souveränität. Souveränität, das Recht zu bestimmen, was halal ist, was haram ist, was geboten ist, was verboten ist. Wer sich dagegen stellt, wer das Gesetz außer Kraft setzt, stellt sich auf die Stufe von Allah subhanahu wa ta'ala, weil das ein Recht von Allah subhanahu wa ta'ala allein ist und das ist ein großer Schritt. Das ist schon mal eine ganz klare Sache. Ein anderes Fall ist, jemand, der ein Richter ist, der betrogen wird, der bestochen wird, der Geld bekommt, um zum Beispiel, der weiß, der muss die Hand abgehackt bekommen, der hat gestohlen, aber der kriegt Geld oder was anderes und der lässt ihn gelaufen, der hat nicht das Gesetz verändert, der hat nicht das Gesetz in Frage gestellt, sondern hat ihn laufen gelassen, er hat einen Kuffer, dünner Kuffer begangen, einen kleinen Kuffer. So. Wer das Gesetz komplett auswechselt, ist nach den allermeisten Gelehrten Käfer, großer Kuffer, weil das Gesetz komplett auswechselt. Warum? Weil es so ist wie jemand, der sagt, ich stelle mich auf die Stufe von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Gesetz zu ergeben, Alayla ul Khalq wal Amr, Sura 7, Vers 54, gehört ihm nicht der Befehl, ja, und die Schöpfung ist ein Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Wer sich an diese Stelle stellt, ratzt das aus, hat sich auf die Stelle gestellt. Jetzt wird jemand sagen, ja, was ist, wenn er glaubt, dass Allah das Recht eigentlich hat? Dann sagen wir, okay, was ist mit jemandem, der ein Schild in die Luft hängt, hält, absichtlich, aus eigenem Willen, wissentlich, wo drauf steht, betet mich an. Aber er weiß, dass es falsch ist, ihn anzubeten. Ist aus der Religion raus, ist ein Tarut, er hat dazu aufgerufen, dass man ihn anbetet. Jemand, der hält ein Schild in die Luft, sagt, ich kann euch das Verborgene sagen. Der nimmt für sich in Anspruch, eine Eigenschaft von Allah zu haben, nämlich das Verborgene zu wissen, ist aus der Religion raus, ist ein Tarut. Jemand, der ein Gesetz nimmt, radiert das aus und sagt, hier gilt nicht das Gesetz von Allah, sondern hier gilt mein Gesetz. Okay, der sagt, hier gilt nicht das Gesetz Allahs, aber der sagt, hier gilt mein Gesetz. Das heißt, das Gesetz Allahs gilt ja nicht, ist raus aus der Religion. Neunter Punkt. Neunter Punkt ist, der Glaube, dass man glaubt, und ich fasse das kurz zusammen, dass es Leute gibt, die sich nicht an die Gebote der Scharia halten müssen. So wie der Khidr sich nicht an die Gebote von Musa gehalten hat. Wir sagen erstmal, der Khidr, Musa ist nur zu Bani Israel geschickt worden und Khidr gehörte nicht zu Bani Israel, weil es gibt einige Sufi-Sekten, die das behaupten, mit dieser Schubha kommen. Und es gibt auch die Aussage, dass Khidr oder Khadir, ja, kann man auch so und so aussprechen, ein anderer Prophet war. Das heißt, er war nicht gebunden an die Scharia von Musa a.s. Das ist also ein falsches Argument. Dann kommen sie mit dem Argument, diene Allah, bis El-Yakin zu dir kommt. Mit El-Yakin ist in dem Vers gemeint, der Tod. Aber das heißt wirklich die Gewissheit. Und dann sagen die, ja, der Sheikh von uns hat aber die Gewissheit bekommen. Wer sagt, es gibt den einen oder anderen, ja, der sich nicht an die Botschaft Mohammeds halten muss, ist raus aus der Religion. Und da gibt es leider einige Sufi-Sekten, nicht alle, einige, die behaupten, wir haben den Sufi-Sheikh XY und der muss nicht beten, weil er hat schon Yakin bekommen, der ist schon auf einer anderen Ebene. Dann, zehnter Punkt. Zehnter Punkt ist, dass man die Religion Allahs nicht lernt, und nicht praktiziert, also nichts davon. Das ist ein ziemlich kompliziertes Thema und es ist auch sehr, sehr schwer. Und wir haben jetzt schon fast anderthalb Stunden geredet, es ist sehr, sehr schwer, das genau zu definieren. Ich habe hier einige Sachen noch rausgesucht von Gelehrten, dass damit gemeint wird, den Assel der Religion nicht zu lernen. Jemand kümmert sich gar nicht darum. Es ist für uns sowieso schwer, jemanden zum Käfer zu erklären, der nach dieser Sache, das ist doch nicht unsere Aufgabe, für uns ist wichtig, dass wir wissen, wenn du überhaupt nichts von der Religion machst, bist du so gut wie zerstört. Und das kann etwas sein, was dich aus der Religion rauswirft. Und deswegen ist es auch Schwachsinn, was einige Leute erzählen. Entweder richtig oder gar nicht. Gar nicht heißt Hölle. Gar nicht heißt Hölle. Besser du machst etwas, ein wenig, als du machst gar nichts. Weil wenn du wenig machst,
Und wenn du wenig machst, hast du wenige gute Taten. Wenn du nichts machst, hast du gar keine gute Tat. Das Herz eines, es ist unvorstellbar, dass das Herz eines Gläubigen keine einzige gute Tat macht. Ja? Unvorstellbar. Weil es muss die Liebe vor Allah vorhanden sein, die Furcht vor Allah muss vorhanden sein. Wie kann jemand, der Furcht vor Allah im Herzen hat und Liebe zu Allah, nichts machen? Absolut gar nichts. Der lernt noch nicht mal die Grundlage des Tauhids. Ja? Wie oft sagt Allah im Koran, die glauben und gute Werke tun, die glauben und gute Werke tun, die glauben und gute Werke tun. So, und da kommen dann einige mit einem Hadith. Das heißt, du hast hunderte Verse im Koran, die glauben und gute Werke tun. Und dann kommst du mit einem Hadith, wo sagt, es kommt einer ins Paradies, der hat nichts Gutes gemacht. Den Hadith müssen wir im Sinne der Verse verstehen im Koran, wo Glaube und gute Werke tun steht. Und dann bedeutet das, so wie Ibn Khuzaymah sagt, La yuhsinu amalan khayran qat. Der lam yuhsin amalan khayran qat. Der hat keine gute Tat wirklich gut verrichtet. Ja? So, auf diese Art und Weise. Oder wir haben es hier mit einer Situation zu tun, von einer Ausnahmesituation etc. Aber die Grundlage ist, wer nichts macht, hat mit dem Islam nichts zu tun. Das ist, wie gesagt, nicht für uns ein Grund, rauszugehen, jemanden zum Käfer zu können. Weil du weißt ja nicht, was er zu Hause macht. Wegen dieser Sache, das ist das Schwierigste, wo du jemanden zum Käfer erklären kannst. Und das ist doch nicht unsere Aufgabe. Es ist deine Aufgabe zu wissen, hüte dich davor. Es ist unsere Aufgabe, den Leuten zu sagen, hüte dich davor. Okay? Dann sagt der Scheich danach, dann sagt er danach, وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيْ هَذِي النَّوَاقِدْ بَيْنَ الْهَازِ وَالْجَادْ وَالْخَائِفْ إِلَّا الْمُكْرَى. Es gibt keinen Unterschied hierbei zwischen dem, der das aus Scherz macht, zwischen dem, der das aus Ernsthaftigkeit macht oder der aus Angst macht. Jemand fängt an, Allah zu beschimpfen, weil er denkt, oh, sonst verliere ich vielleicht meinen Job, ist raus aus der Religion. Er macht Schluss über die Religion, weil er will bei den Kuffar gut ankommen, ist raus aus der Religion. Ja? Außer der, der gezwungen ist, da haben wir eben, sind wir eben schon drauf eingegangen, Sure 16, Vers 106. So. Dann kommen einige hier, da siehst du, er sagt nicht, wer Jahil ist. Er sagt nicht, wer unwissend ist. Dann sagen wir, Bruder, du hast gerade angefangen zu lernen, dieses Heftchen von Muhammad Abdu'l-Hab ist ein kleines Heftchen, ein Inhaltsverzeichnis, was man ausländisch lernen soll. Warum? Um sich selber davor zu hüten und nicht um andere zum Käfer zu erklären. Geh zu anderen Büchern von ihm. Im Koran sagst du auch nicht, ja, ich habe eine Sure gelesen und jetzt weiß ich Bescheid. Sondern du musst alles zusammennehmen. So, warum machst du das mit diesem Buch so? So? Weil wir haben hier zum Beispiel, das habe ich ja eben auch schon erwähnt, Sachen, wo man sieht, dass der Scheich auch in gewissen Sachen sieht, dass es unschuldige Unwissenheit gibt. Und da brauchen wir ihn noch nicht für. Da brauchen wir ihn noch nicht für, das ist etwas, was andere Gelehrte gesagt haben. Wir sagen nicht, jeder ist wegen Unwissenheit entschuldigt und jeder ist in allem entschuldigt, aber es gibt gewisse Fälle und gewisse Sachen, wo Leute wegen Unwissenheit entschuldigt sein können. So, das war eine Zusammenfassung. Anderthalb Stunden habe ich geredet. Ja, Bruder, wir müssen auch jetzt... Anderthalb Stunden habe ich geredet, reicht inshallah. Ich wollte eigentlich das noch kürzer machen, deswegen Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wir müssen auch mit dem Livestream jetzt zu Ende kommen. In zwei Minuten haben wir den Volumen erreicht, haben wir eineinhalb Stunden geredet. Es sind 3800 Betrachter gerade, 750 Leute haben das Video geliked, hat denen gefallen, 1000 Kommentare, über 1000. Und ja, inshallah kommen wir bald wieder nach in die Schweiz. Ansonsten können wir uns aus der Schweiz immer verfolgen über unsere Facebook-Seite, über unsere YouTube-Kanäle. Und wir machen weiter. Verhaltet euch friedlich hier in der Schweiz. Hat die Schweiz dir gefallen? Aber Alhamdulillah. Bringt die Dawa nach vorne. Die Brüder hier sind top. Alhamdulillah. Und inshallah kommen wir bald wieder. Und wir sind bereit, überall nach Europa zu kommen und in die Welt zu kommen, um die Botschaft Allahs nach vorne zu bringen und zu verteidigen. Und bleibt friedlich und verbreitet eure Religion mit Stolz, Ehre und Wissen. Lernt die Religion, macht weiter. Wir sind auf eurer Seite, liebe Brüder und Schwestern in der Schweiz. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.